Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im letzten Plenum haben wir bereits über das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung beraten. Vom Grundsatz her hat sich nichts verändert. Wir haben lediglich Ergänzungen eingefügt. Es gilt immer noch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung und Kommunen sind das Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft. Mit ihrer Arbeit sorgen die Beamtinnen und Beamten tagtäglich dafür, dass unsere Kommunen und unser Land bürgernah und effizient verwaltet werden. Die vielen tausend Beamtinnen und Beamten in Rheinland-Pfalz werden täglich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe in vorbildlichem Maße gerecht. Für die Koalitionsfraktionen aus SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen möchte ich deutlich machen, dass wir die geleistete Arbeit anerkennen und hochschätzen. Deshalb haben wir im Mai des letzten Jahres im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben, dass, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen es erlauben, neben Inflation und Löhnen die Tarifabschlüsse der Gemeinschaft der Länder Maßstab für die Besoldung und Versorgung unserer Beamtinnen und Beamten sein sollen. Das Land Rheinland-Pfalz überträgt zeit- und wirkungsgleich die Ergebnisse der Tarifverhandlungen auf die Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Das ist in Zeiten von Konsolidierungsdruck und Schuldenbremse übrigens keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Ausdruck der Wertschätzung, der wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung entgegenbringen. Im bundesweiten Vergleich sind wir im Übrigen neben Bayern, da gebe ich Ihnen recht, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, eines der wenigen Länder, die die 1:1 Übertragung des Tarifergebnisses vornehmen. In den 12 weiteren Bundesländern werden Bezüge nicht vollständig oder lediglich zeitversetzt angepasst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Ziel ist es, dass die Verwaltung auch in Zukunft leistungsfähig bleibt. Dafür trägt die Regierungskoalition Sorge. Die Menschen in Rheinland-Pfalz können sich darauf verlassen, dass die Verwaltung auch in Zukunft serviceorientiert und leistungsfähig bleibt. Ein Baustein dafür ist, dass unsere Beamtinnen und Beamten auch weiterhin hoch motiviert und mit sehr viel Engagement ihrer wichtigen Arbeit nachgehen. Und daher wollen wir auch ein klares Signal für die Attraktivität des öffentlichen Dienstes setzen. Deswegen werden wir diesem vorliegenden Gesetzentwurf ungeteilt zustimmen. Haben Sie vielen Dank.